Hallo und herzlich willkommen zu unserer Auftaktsveranstaltung für die neuen Dice Espresso-Reihe in 2024. Es freut uns, dass die Dice Espresso-Reihe letztes Jahr so gut angenommen worden ist. Das motiviert uns natürlich total, da auch dieses Jahr wieder schöne, spannende Themen für Sie bereitzustellen. Und ja, heute in dem heutigen Dice Espresso geht es vor allem um Time Tracking in Jira und in Azure DevOps. Das sind Integrationen, die wir geschaffen haben für unsere Zeiterfassung. Und ganz besonders freue ich mich heute darüber, dass mein Kollege Markus Ott Ihnen zeigt, wie die Zeiterfassung in Jira funktioniert. Er ist der Frontend-Entwickler für unsere Zeiterfassung. Und ich bin schon ganz gespannt, was ich dann hier in der Live-Demo zu sehen bekomme. Aber bevor wir da jetzt so tief absteigen oder abtauchen, noch mal ganz kurz auf einem High-Level, was Sie denn heute hier erwarten können. Und es ist so, wir starten in BC, da haben wir einen Auftrag. Und der Auftrag, der ist mit einem Projekt verknüpft und ich kann mein Budget, was ich mir aus dem Auftrag ja holen kann, in Form von Projektaufgaben in Arbeitspaketen sichern. Und diese wiederum sind mit unserer Zeiterfassung, unserem Time-Tracking verbunden. Und der Auftrag und das Projekt, das sind alles typische Dinge aus BC, die wir aber mit unseren Apps erweitert haben. Im Projektgeschäft ist das Job-Billing und für die Zeiterfassung ist es Dice Time-Tracking. Und hier haben wir auch Integration zu Jira und zu Azure DevOps geschaffen, sodass Sie dann dort eben auch ganz leicht Ihre Zeiten erfassen können und die dann wiederum später einfach und zügig in BC mit Hilfe unserer Apps auch abrechnen können. Aber wie sieht das genau aus und was wir uns darunter genau vorstellen können, da bin ich schon ganz gespannt, Markus, und würde jetzt an der Stelle auch an dich übergeben. Ja, vielen Dank, Sandra. Ich stelle mich ganz kurz vor, bevor ich direkt eintauche. Ich bin Markus Ort, seit 3,5 Jahren jetzt bei Singhammer, Frontend-Entwickler. Sandra hat es ja schon gesagt. Premiere heute beim Espresso, beim Dice Espresso, dass zum einen ein Entwickler hier mitmachen darf und zum anderen sein eigenes Produkt vorstellen darf. Also ich bin super aufgeregt. Genauso freue ich mich auch. Es wird spannend und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an und gehen in meine erste Präsentation, um euch mal das Szenario, was wir heute durchspielen, zu erklären. Und ja, fangen wir einfach mal an. Genau. Also wir hatten zum Beispiel heute Morgen einen Anruf von unserem Kunden Robert Bosch. Er hat beim First Level Support angerufen und dort den Azubi dran gehabt und hat ein Problem gemeldet. Der Azubi hat sich das angeschaut, hat das mal genau unter die Lupe genommen und ja, hat festgestellt, tatsächlich, wir haben einen Bug. Daraufhin hat der Jira Service Management für uns ein Ticket erstellt und sogar, obwohl der Azubi erst eine Woche bei uns ist, sowohl das Ticket erstellt als auch für unsere Zeiterfassung in dem Ticket gemacht. Das werden wir also gleich sehen. Weitergehend ist es nun so, wir schauen uns das Ticket an. Oder haben uns das gerade angeschaut, hier als Benutzer A, und haben festgestellt, okay, das ist eigentlich gar kein Bug. Was der Kunde hier will, ist eine Feature-Erweiterung. Also er wollte hier was machen, was nicht ging, das ist richtig, aber er hat dieses Feature gar nicht. Also es ist kein Bug, wir müssen etwas erweitern. Wir haben also mit dem Kunden wieder telefoniert und der Kunde ist sofort darauf eingestiegen und gesagt, jawohl, wir wollen das entwickeln, wir brauchen das, wir müssen es entwickeln, wir müssen es implementieren. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, so schnell wie möglich. Also, wir werden gleich das Ticket nehmen, werden darauf eine Zeit erfassen, weil wir haben ja gerade mit dem Kunden telefoniert und dieses Ticket danach zu Jira Software rüberschieben, werden dann eine Aufgabe erstellen. Benutzer B wird darauf arbeiten, auch hier wieder eine Zeit erfassen, zusammen vorher vom Consulting, jetzt in der Entwicklung. Und wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann können wir uns diese Zeiterfassung in Business Central anschauen und können dann daraus eine Rechnung erstellen und diese dann ganz einfach abrechnen und Geld verdienen. Das ist ja das, was wir alle wollen, wovon wir leben.
Ja, deswegen, dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach direkt mal in Ticket rein und schauen uns an, wie das da aussieht. So, hier jetzt in Jira Service Management haben wir das Ticket, was auf den Kunden läuft. Hier im linken Bereich, im rechten Bereich, hier unten sehen wir unsere Dalt-Schnellerfassung. Machen die mal auf. Und was wir sehen, ist erstmal nicht so viel. Das ist auch gewollt. Wir haben drei Felder: Dauer, Tätigkeit. Wir sehen hier eine Vorbelegung und das Beschreibungsfeld. Und wir sehen hier oben in der Ecke, dass es bereits eine Zeiterfassung gibt, nämlich über 15 Minuten. Also hier wird immer angezeigt, wie viel Zeit gesamt wurde denn auf dieses Ticket erstellt. Wo können wir das Ganze nachschauen? Wer es schon kennt, auch in der originalen Zeiterfassung von Atlassian, was in Jira bereitgestellt wird, gibt es den Tab Zeitnachweise. Den öffnen wir. Und hier sehen wir, dass Pascal Huber, unser Azubi, heute Morgen 15 Minuten Zeit erfasst hat. Ist komplett erfasst. Wir können auch sehen, Zeiterfassung ist vollständig und nicht berechenbar. Ist auf intern gesetzt. Wir haben jetzt aber mit dem Kunden nochmal telefoniert und gesagt, okay, wir brauchen eine Weiterentwicklung. Das Ganze hat nicht lange gedauert. Der Kunde ist sehr angenehm, 20 Minuten und unsere Tätigkeit war hier Support. Das war's schon. Wir können jetzt auf Speichern drücken, sehen, Zeiterfassung wurde erstellt und hier drüben, wir sind übrigens Elisa Wagner, dass wir jetzt hier auf den Kunden Robert Bosch, Dice-Einführung, Support, Tätigkeit, Support. Zeiterfassung ist vollständig und berechenbar. Das war schon. Wir haben jetzt hier gerade eine Zeit erfasst, 20 Minuten. Länger haben wir nicht gebraucht. Jetzt geben wir das Ticket rüber zu unserem Kollegen, zum Benutzer B. Den habe ich heute Morgen schon in der Kaffeemaschine getroffen. Das passt sehr gut. Der kann heute noch daran arbeiten. Ideal für unsere Demo. Wir schieben es also rüber zu Robert Bosch nach Jira Software und stellen ihm da eine Aufgabe. Das Ganze mal für ihn zu erledigen. Er weiß eh schon Bescheid. Bestätigen das Ganze nochmal, wenn Jira dann mitmacht. Voll. Bestätigen. Und ich habe auch kurz mit ihm gesprochen, wie lange er denn ungefähr brauchen wird, ob wir es heute noch hinkriegen oder zumindest diese Woche. Gemeint, ja, er wird, denke ich, er meinte einen Tag in etwa, also sagen wir 8 Stunden, schätzen wir, respektive einen Tag. Und schauen jetzt beim, wie ist noch zugewiesen, Person Lisa Wagner, beim Benutzer B, wie er darauf arbeitet. Wir sind jetzt also von Jira Service Management rübergegangen zu Jira Software in dem Projekt Robert Bosch GmbH. Gehen dort in den Backlog, aktuellen Sprint und sehen hier unsere Implementierung, die wir gerade rübergeschoben haben. Holen uns das in den aktuellen Sprint, bestätigen das und im Board sehen wir jetzt auch die Aufgabe. Super. Holen uns das in Arbeit, wie sich das gehört. Öffnen das Ganze, die ganze Aufgabe einmal und auch hier sehen wir, dass es genau gleich aussieht. Der einzige Unterschied, den wir hier haben, wir haben gesamt 0 Stunden. Es gibt noch keine Zeiterfassung. Das passt von 8 Stunden. Geschätzte Zeit ist ein Tag. Wir haben also hier auch einen Überblick, wie viel Zeit ist denn eingeplant und wie viel wurde erfasst. Wir spielen das Szenario jetzt durch. Der Entwickler ist super schnell drauf heute. Hat einen super Tag. Der Kaffee war richtig stark heute Morgen. Wir freuen uns. Hat gerade mal 6,5 Stunden gebraucht. Und seine Tätigkeit rechnet er ab. Mit Entwicklung. Mehr müssen wir nicht machen. Auch hier sehen wir wieder die Vorbelegung. Alles ist vorhanden. Super. Wir speichern und sehen, dass zum einen Gesamt hochgegangen ist von 8 Stunden und in den Zeitnachweisen sehen wir auch die Zeiterfassung. Warum ist es jetzt gelb geworden? Ab 80% färben wir das Gelb ein und wenn wir über 100% kommen, also von der geschätzten Zeit wird es halt rot, aber das ist einfach nur eine visuelle Anzeige. Ja, man muss auch einmal, das mache ich auch eben kurz,
kurz refreshen. Denn am Ende des Sprints ist ja dann eben wirklich auch schön zu sehen, wie viel wurde dann überhaupt gebraucht. Genau, das passt noch. Ja, wir wollten eigentlich das Ganze jetzt auf fertig schieben. Und nun rufe ich noch die Kollegin an, die Sandra, Projektmanagerin, die uns das Ganze dann buchen wird und mit dem Kunden abrechnen wird. Genau. Super. Damit übergebe ich an dich. Danke, Markus. Ich teile jetzt einmal meinen Bildschirm. Was wir jetzt sehen, ist hier die Projektabrechnung an Business Central. Und hier an der Stelle haben wir eine Erweiterung zum Business Central implementiert in Form von unserem Dice Job Billing. Und hier habe ich einfach als Projektmanager die Möglichkeit, alle meine zugewiesenen Projekte am Ende des Monats zu kontrollieren, vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle zu korrigieren. Hier haben wir jetzt folgenden Filter. Ich will alle Zeiterfassungen berücksichtigen, die bis zum 28.02. eingegangen sind. Und für die Zeiterfassung, wenn ich die buche, wird der 26.02. verwendet. Kann ich aber auch auf den 28. hier noch verändern. Und hier habe ich jetzt einen vorgefertigten Filter auf meine relevanten Projekte. Ich kann jetzt hier erkennen, dass unser Kunde hier ein Projekt hat und zudem gibt es auch einen Auftrag. Und hier sind meine verschiedenen Budgetzeilen aus den Projektaufgaben. Ich kann hier auch sehen, was wurde denn verkauft an Budget, was haben wir denn davon vielleicht auch bereits in Rechnung gestellt und was habe ich denn hier für Zeiterfassungen. Wenn wir jetzt uns an den ersten Schritt erinnern, da hatten wir ein Ticket in Jira Service Management. Da hat ein Kollege von uns den First Level Support übernommen und wir haben dann nochmal mit dem Kunden telefoniert. Beide Dinge kann ich jetzt hier auch erkennen. Da haben wir die Zeiterfassung von dem Pascal Huber, die hat er auch auf intern gesetzt und die von der Frau Wagner, hier auch nochmal die 20 Minuten. Ich als Projektmanager habe jetzt hier auch nochmal verschiedene Möglichkeiten einzugreifen in der Zeiterfassung, die ich hier unten sehe. So könnte ich zum Beispiel die berechenbare Zeit für die Zeiterfassung abändern. Wenn ich zum Beispiel sage, 20 Minuten war zu lange, könnte ich jetzt hier auch einfach sagen, hier geht noch ein Teil von der Zeiterfassung auf intern. Ich könnte auch die Beschreibung der Zeiterfassung verändern oder, falls mir auffällt als Projektmanager, irgendwie ist da die Zeiterfassung auf eine falsche zugewiesene Aufgabe zugeordnet worden, dann könnte ich sogar auch nochmal die Zeiterfassung komplett verschieben. Das sind die Möglichkeiten, die ich hinsichtlich der Zeiterfassung habe. Das Schöne ist, es wird mir auch gleich immer hochgerechnet, was es denn für das Budget, was wir einmal verkauft haben, zum Kunden bedeutet. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel sehen, dass dann die 20 Minuten eben dann auch in Rechnung gestellt werden würden. Und da ich aus Sicht des Projektmanagers hier nichts zu verändern habe, ich finde, das ist alles in Ordnung, gebe ich die jetzt hier frei. Dann bekommen meine Zeiterfassungen hier unten auch das Kennzeichen, dass sie freigegeben worden sind. Und wir haben hier aber auch noch eine zweite Zeiterfassung. Das ist die Zeiterfassung, die aus dem zweiten Fall kommt. Also der Support Agent, die Lisa Wagner, hat festgestellt, dass das Ticket kein Fehler darstellt, sondern dass man hier eine Funktionserweiterung implementieren müsste. Und da wurde auch gleich entwickelt. Hier habe ich also auch wieder meine Budgetzeilen, die aus dem Auftrag kommen und meine Zeiterfassung gegeneinander, also gegenüberstehend und würde jetzt hier zum Beispiel sehen, dass ich die 6,5 Stunden abrechnen kann. Das mache ich jetzt hier auch an der Stelle einmal. Dafür geben wir die Zeiterfassung frei. Die buchen wir dann auch einmal direkt durch und schreiben auch die Rechnung. An den Kunden, der hat das alles im Vorab schon mal per Auftrag beauftragt. Deswegen haben wir hier eine Auftragsverknüpfung. Das kann man so machen. Man muss aber nicht für alles eine Auftragsverknüpfung haben. Man kann auch direkt aus dem Projekt fakturieren. So, jetzt haben wir die Rechnung erstellt. Die schauen wir uns auch einmal direkt an.
wie die dann im Druckbeleg aussehen würde. Zoomen wir ein bisschen heran. Hier können wir sehen, dass wir zwei Positionen aus unserem Auftrag verbraucht haben. Einmal die Supportleistung und einmal die Entwicklung für einen Prototyp, den man davor schon vereinbart hatte. Gehen wir jetzt ein bisschen tiefer. So bekommen wir hier auch noch eine kleine Übersicht mit ausgegeben. Welche Personen denn welche Art von Tätigkeiten erbracht haben und wie die denn dann zu einer Rechnungsstellung führen. So viel von mir, wie die Rechnungen in BC geschrieben werden können. Wir können erkennen, dass wir jetzt hier eine Auftragsverknüpfung hatten. Der Prozess kann an sich auch noch automatisiert werden, indem man zum Beispiel die Rechnung per Stapel verbucht und E-Mails dann auch raussenden kann, anstatt alles auszudrucken. Also Automatisierungsmöglichkeiten sind natürlich vorhanden. Zu Demo-Zwecken ist es immer ganz gut, nochmal was in einzelnen Schritten zu sehen. Von hier aus gebe ich an dich zurück, Markus, und ich bin schon total gespannt zu sehen, wie es denn möglich war, dass der Zeiterfasser sich gar nicht mehr darum bemühen musste, rauszufinden, auf welches Ticket oder auf welche Projektaufgabe oder auf welche Auftragsposition er denn seine Zeiten zu schreiben hat. Wie war das möglich, dass er so einfach möglich war, für den Zeiterfasser seine Zeit korrekt zu schreiben? Genau, das zeige ich euch jetzt. Ihr habt ja gesehen, dass der Zeiterfasser quasi nur noch die Tätigkeit ausgewählt hat in der Zeiterfassung, in der Schnellerfassungsmaske und sonst gar nichts mehr. Aber trotzdem konnte Sandra eben gerade komplett Rechnung darauf erstellen und musste auch sonst nichts mehr weiter ausfüllen. Ich zeige euch das ganz kurz in der Präsentation. Genau, also wir betrachten jetzt erstmal Jira Software. Wir gehen gleich nochmal rüber zu Jira Service Management. Da ist ein bisschen anders gelöst. Da haben wir es ein bisschen anders gelöst. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie wir es in Jira Software gelöst haben. Grundlegend muss man erstmal sagen, okay, Jira Software, ich kann in Jira Software so viele Projekte anlegen, wie ich möchte. Ich gehe zumindest davon aus. Ich weiß nicht, ob es ein Hardcap gibt. Spielt jetzt aber auch keine Rolle. Gehen wir davon aus, für jeden Kunden bzw. jedes gewonnene Projekt lege ich auch in Jira Software ein Projekt an. Dann ist es ja so, für jedes neu angelegte Projekt geht der Projektmanager, wer auch immer es anlegt, erst einmal in die Einstellung, macht seine gewöhnlichen Sachen, sprich er lädt die User ein, die Entwickler, die er braucht, die mit den Skills für jedes Projekt, lädt die alle ein, macht seine Einstellungen fürs Kanban-Board, wie das ablaufen soll. Und was er zusätzlich einmal machen muss, nachdem die DICE Time Tracking App für Jira installiert wurde, in jedem Projekt eingangs dort in die Einstellungen gehen und die Vorbelegung machen. Denn die machen wir auf jedes Projekt. Und das sieht auch wirklich nicht schwer. Es ist auch nicht schwer, abgesehen davon, dass ich einmal den Mandant mappen muss. Also ich muss sagen, okay, auf welchen Mandanten werden jetzt die Zeiten erfasst in Business Central? Und eine Webhook angelegt werden muss, da muss aber auch, das sind zwei Klicks, das haben wir wirklich so einfach gemacht wie möglich für euch, muss zusätzlich hier diese vier Felder, es müssen auch nicht alle vier ausgewählt werden pro Projekt, man kann schon lesen, Kunde, Projekt, Projektaufgabe und die Aktivität. Hier findet die Vorbelegung statt. Ich habe es mal ausgefüllt, um auch mal zu zeigen, okay, was ist denn, wenn ich, wie hier, zwei Projekte gewonnen habe von einem Kunden. Das heißt jetzt zum Beispiel, ich habe bei Robert Bosch oder Kunde A zwei Projekte gewonnen. Dann mache ich ja normalerweise, je nachdem, weil ich auch andere Entwickler brauche, weil es parallel läuft, zwei Projekte in Jira Software. Dann lege ich hier ganz klar fest, okay, ich habe hier Kunde A, ich habe aber auch hier Kunde A, aber die Projekte unterscheiden sich eben. Und dementsprechend werden auch die Zeiterfassungen auf andere Projekte abgebildet. Sie sind vorbelegt und die Zeiterfassungen werden auf dieses Projekt berechnet, was dann verknüpft ist mit dem Jira-Projekt. Also kriegen wir zum einen die Verknüpfung und dass der Zeiterfasser eben nicht mehr irgendwas da noch auswählen muss, wovon er eigentlich nicht viel weiß und auch gar nicht viel wissen muss. Das ist gar nicht seine Aufgabe. Und nun ist es einfach so, um es nochmal darzustellen, jedes Issue in dem Projekt holt sich diese Informationen aus diesen Einstellungen. Das heißt, jedes Issue aus Projekt 1 hat diese Informationen, wenn man Zeiten erfasst und so weiter.
So geht es nach unten durch. Ein bisschen anders ist es in Jira Service Management. Hier gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben ein eingerichtetes Jira Service Management, mit dem wir arbeiten. Das heißt, wir haben auch diese eine Einstellung und da müssen wir eben auch einmal reingehen für die Dice-Zeiterfassung und legen hier die Vorbelegung fest für die einzelnen Kunden. Das heißt, wir wissen ja oder wir haben ja in einem Service Management mehrere Kunden hinterlegt. Und hier machen wir die Vorbelegung für jeden einzelnen Kunden. Wir haben also eine Übersicht. Man sieht diese Karten hier für die einzelnen Kunden. Und hier lege ich eben auch Kunde, Projekt, Projektaufgabe und gegebenenfalls Tätigkeit fest. Meistens, ich würde es so machen, wir machen es eigentlich auch so, die Tätigkeit lassen wir frei. Wir haben ja gesehen, der Azubi hat auf intern gebucht und die Lisa Wagner hat eben auf Support gebucht. Auch in der Entwicklung, es gibt Testing. Also die Tätigkeit kann ich freilassen. Das ist gar kein Problem. Das kriegt der Zeiterfasser sicherlich hin. Und auch hier ist es so, dass jedes Ticket, was nun eröffnet wird, wird ja auf einen Kunden festgesetzt. Und dieses Ticket holt sich eben die Informationen, ich muss den Pfeil ja auch rückwärts gehen, aus dieser Karte quasi raus. Dann weiß dieses Ticket hier, wenn es auf Air France gelegt ist, wie die Vorbelegung für die Zeiterfassung aussieht. Also hier eine Übersicht für alle Kunden, die in Service Management existieren. Das belege ich einmal vor und dann jedes Ticket, was richtig auf den Kunden gesetzt wird, hat die Informationen in der Zeiterfassung. Und der Zeiterfasser hat 2 Klicks und kann seine Zeiten erstellen, denn wir alle wissen, wir mögen es nicht, Zeiten zu erfassen. Wir versuchen es immer so weit wie möglich hinten rauszuschieben. Irgendwann kommt der Anruf vom Projektmanager. Wir kennen das ja alle. Und deswegen haben wir einfach hier versucht, auch die Schmerzen, die es hier gibt, so gering wie möglich zu halten, es jedem so einfach wie möglich zu machen. Ganz simpel und schnell Zeiten zu erfassen. Ja, dann bin ich hier schon raus. Vielen Dank. Sandra? Super. Dankeschön, Markus. Das war super spannend zu sehen, wie ja, die Integration dann einfach auch im Detail funktioniert und die Zeiterfassung so einfach machen kann. Und auch vielen Dank, dass Sie alle hier heute teilgenommen haben. Und ich freue mich schon darauf, Sie alle wieder im März zu unserem nächsten Dice Espresso zu sehen. Da geht es dann um das Thema ja, Sales und die ja, wie es möglich ist, mehrere Leads in dem Verkaufsprozess im Dynamic Sales zu generieren und dann auch durchzuführen und wie man schlussendlich dann auch ja, mehr Umsatz dadurch entwickeln kann. Da werden wir diesmal auch eine kleine Neuheit haben in unserem Dice Espresso Format, denn hier werden wir zusammen mit unserem Partner Sievers unseren Webcast halten und ja, ich freue mich schon, Sie alle wiederzusehen und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.